Kimmich möchte der beste Sechser der Welt werden. Für manche ist es schon, aber er selber sagt, er würde sich jetzt als Einzelspieler nicht zur Weltklasse zählen oder sich als Weltklasse-Einzelspieler bezeichnen. Weiß Kimmich nicht, wie gut er ist? Doch, ich glaube, er weiß es schon. Es ist schon ein bisschen Fishing for Compliments. Also er weiß ja schon, was er kann. Er kriegt ein Lob nach dem anderen von jedem. Für mich ist er einer der Top 3 auf der Position, auf der Welt. Mhm. Und es ist ja bei ihm auch wirklich mit der geringen Körpergröße auf der Position so dominant zu sein. Da gibt es noch Conte, der das auch kann. Noch das ist kleiner ja, ist. Ja, das ist ja total ungewöhnlich heutzutage. Heute sind ja alle Modell Goretzka. Das sind richtige Athleten. Und er durch Spielintelligenz, durch Willen und durch eine unglaubliche Sicht, wann muss ich das Spiel langsam, schnell machen, wann muss ich draufgehen. Da ist er schon unfassbar talentiert und er verliert halt den Ball nicht, wie Simeone auch gesagt hat. Er verliert den Ball nur, wenn er seinem Sohn zum Kicken gibt. Also ich glaube, so ein bisschen Fishing for Compliments. Was ich manchmal nicht verstehe bei ihm ist, warum kommen nicht die ganz großen Clubs und versuchen zumindest, Bayern ist ein sehr großer Club, aber wenn ich sehe, so ein Grealish kostet 117 Millionen, was ist denn er dann wert? In meiner Welt ist der 150 wert, weil der rettet ja so viele Spiele, Punkte. Also ja, würde er zu anderen Clubs passen? Würde er in die Premier League, zu City, zu United, zu Liverpool passen? Der wäre sehr schnell einer der absoluten Topspieler, bin ich fest davon überzeugt. Durch Tempo, durch Härte, durch Mentalität. Die Fans würden ihn lieben, weil er natürlich ein Beißer ist vor dem Herrn, der auch noch kicken kann. Die Kombination gibt es ja auch nicht so oft. Es gibt zwar viele Beißer, aber welche, die dann noch so eine hohe Spielintelligenz haben. Ich glaube, er könnte überall spielen, aber ich glaube, dass er ein Spieler ist, der sich gerne sehr wohl fühlt. Der ist sehr, ein sehr heimeliger Typ. Der war jetzt mit Goretzka. Ich glaube ihm das, wenn er sagt, es ist so geil, in einer Mannschaft zu spielen, wo du quasi mit Kumpels auf dem Niveau spielst. Normalerweise sind so Top-Clubs, da weiß man, wenn man mit Spielern redet, die wenigsten sind miteinander befreundet, sondern das ist halt eine Zweckgemeinschaft zum maximalen Erfolg. Also ich glaube, die gehen jetzt nicht alle zusammen Bier trinken. Und bei Bayern ist, glaube ich, der große Vorteil, dass sie momentan eine Mannschaft haben mit extrem hoher Qualität, die aber auch alle Buddies sind. Ich glaube, Joshua Kimmich kann bei vielen Weltklasse-Mannschaften funktionieren, weil er ein idealer Ergänzungsspieler im Mittelfeld ist. Ergänzung heißt jetzt nicht Nummer 12, Nummer 13, Nummer 14. Nein, Kimmich muss für mich immer gesetzt sein, immer auf der 6 gesetzt sein. Und Kimmich ist der Spieler, genauso wie es Conte macht oder wie es andere Beißer auf der 6 machen, den Rücken frei halten. Und deswegen war beispielsweise für mich auch der größte Fehler, den Jogi Löw gemacht hat, Kimmich bei der Europameisterschaft 2021 als Rechtsverteidiger aufzubieten und nicht Groß den Rücken frei zu halten. Denn dann hätte Groß besser performt und Kimmich auch. Kimmich gehört dahin, aber man muss gucken, wie die Homogenität in der Mannschaft dann ist. Denn ich persönlich halte Kimmich für nicht schnell genug, um top, top, top zu sein. Deswegen wird er in meinen Augen wahrscheinlich nie der beste Sechser sein. Das Tempo wird er nicht aufbauen können. Er wird nicht schneller werden. Aber er gehört für mich zu den Top 5 Sechsern dieser Welt. Und den Anspruch wird er für sich auch haben und den wird er für sich auch formulieren. Und nach außen hin zu sagen, ja, ich sehe mich noch nicht als Weltklasse, glaube ich auch, denn Streicheleinheiten tun ihm ganz gut. Was ich bei Kimmich für eine Gefahr sehe auf Dauer, er war sehr früh ein Leader, hat mental immer alles gegeben, hat dazwischen gehauen, hat die Mannschaft mitgerissen. Aber er hat auch für sich den Anspruch, Kapitän zu sein und zu werden. Er hat jetzt schon mal die Kapitänsbinde getragen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, aber in seinem unmittelbaren Umfeld, im Freundeskreis und bei den Bayern und beim DFB, sehe ich mit Leon Goretzka einen Spieler, der für mich als Person, als Charakter, als Mensch, auch von der Eloquenz und vom Intellekt her viel reifer und viel gewachsener ist als Joshua Kimmich, der ihn auf Dauer, glaube ich, was das Standing innerhalb einer Mannschaft angeht, auch neben dem Platz, überholen wird. Und da wird es dann irgendwann mal dazu kommen, ich würde gern Kapitän sein, nee, ich würde Kapitän sein. Willst du jetzt den Leader, der von der Mentalität her vorangeht, oder den, der es halt auch in Interviews macht? Ich würde, also da bin ich anderer Meinung, ich würde definitiv Kimmich nehmen. Ich finde Goretzka auch einen smarten Typen, alles gut, auch ein Riesenkicker. Aber einer, der Laute am Platz muss der Kapitän sein, der die Mannschaft vorantreibt, anschiebt. Und da sind bei Bayern, für mich sind es halt Kimmich und Müller. Müller wird auch in der Nati jetzt irgendwann nicht mehr da sein. Für mich ist er definitiv der Kapitän der Zukunft. Für mich persönlich. Aber das ist für mich immer persönlich wäre es eher ein Goretzka. Und deswegen glaube ich, dass Kimmich schon diese Vergleiche zieht und auch sieht. Und da sehe ich noch ein Stück weit Konfliktpotenzial. Ich finde es hervorragend, wie es beide bisher lösen. Kimmich ist für mich auch wirklich ein herausragender Sechser. Aber
wenn man zu mir sagen würde, nenn mir den besten Sechser dieser Welt, wäre Kimmich nicht meine erste Antwort. Wer wäre denn dein erster? Also bei mir wäre es Kanté, definitiv. Ja. Auch aufgrund seines Einflusses aufs Spiel. Obwohl er so ein schöner Leisetreter ist. Der ist ja genau das Gegenteil. Richtig. Der wirkt nicht wie ein Mentalitätsmonster, der spielt wie eins. Genau deswegen ist es so für mich.